mich ist es auf jeden Fall so ein letztes kleines Abenteuer, was ich in meinem Leben und in der Gesellschaft erleben kann. Im Vordergrund steht, der Öffentlichkeit und Politikern und dem Bürger einfach zu zeigen, was Graffiti eben auch sein kann. Die meisten Ideen, die einem im Kopf rumschweben, fühlen sich zumindest im Moment noch am besten auf einem Zug verwirklicht. Züge zu malen liegt ja in der Tradition von Graffiti. Das haben wir ja nicht erfunden. Nach wie vor genauso begeistert und das ist genauso viel mein Herzblut, wie das damals vor 20 Jahren war. Ich bin aufgewachsen, da gab es kein Graffiti. Wir haben Graffiti nur im Fernsehen gesehen, im Hintergrund von Videos, wussten überhaupt nicht, was es ist. Ein Mensch, der im Büro sitzt, der lange am Rechner sitzen kann. Ich muss eigentlich raus, ich muss aufs Gerüst, auf irgendwelche Hebebühnen oder sonst was. Da fühle ich mich eigentlich am wohlsten. Das Konzept der Public Provocation lässt sich auf ein Wort zurückführen, das ist Qualität. Auch so viele Techniken und so viel Vielfalt wie möglich zu zeigen hier im Haus. Ich bin hier kein externer Fotograf, der die Szene fotografiert, sondern ich bin so gesehen ein Insider. Ich fotografiere sie eben aus der Sicht eines Sprühers.